Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann. Ja, heute etwas verspätet tatsächlich, aber ging nicht anders, tut mir leid. Aber besser spät als nie. Ne? Später als nie. Und ich habe sehr viele, nee, nicht sehr viele Neuerungen. Werner, das ist übertrieben. Sehr viele sind es nicht, aber ich habe Neuerungen. Und zwar habe ich, Moment, ich mache gerade hier fertig und dann können wir gleich Schritt für Schritt alles hochgehen. So, zum Thema, was ist das unten an der Sammelstelle, habe ich auch eine Lösung. Also eine Lösung hatte ich vorher schon, aber eine andere Lösung. Und zwar, ich muss das einfach anders machen. Das, was sie hier aufgesammelt haben, war Mutterboden. Das sieht man jetzt, also sieht man darum, sieht man jetzt, dass man, also links oben ist ja diese Anzeigen-Mod, Glance-Mod. Und darüber sehe ich jetzt einfach immer ganz gut, was ist da, was war das und wie und immer und bla. So, Mutterboden ist natürlich klar, kann man nicht hier in Paletten pressen, das geht nun mal nicht. Den Mutterboden werden wir ganz einfach in den Kompost am Hof schmeißen. So, das ist mal die einfachste Möglichkeit, die wir momentan haben. Das werde ich auch ziemlich bald machen, sage ich mal. Aber wichtig ist tatsächlich erstmal, dass wir den Drescher wieder ans Laufen bringen. Der Drescher steht nämlich hier. Den kann ich schon mal nach Hause schicken, sage ich jetzt einfach mal, vom Feld 17. Feld 17 Hof, weil diese Sonnenblumen können wir dann gleich zu Biodiesel machen. Und na, damit das auch schon mal läuft. So, dann hat sich etwas dreschertechnisch ergeben, ne? Habe ich euch ja gesagt, also da ist was im Vormarsch und ja, ich habe das jetzt tatsächlich bekommen. Ein wunderschönes Drescher-Pack vom guten Rico. Dankeschön, Rico, an der Stelle. Das ist zusammengestellt, das nennt sich hier Modding Welt Class Combine Pack. So, da ist ziemlich alles drinnen, also alles von Modding Welt, glaube ich. Und da ist eben auch noch was anderes dabei. Und zwar das hier. Da bin ich. Ich glaube, es ist Grassamen. Da muss ich aber nochmal genau nachfragen, Rico. Da habe ich jetzt noch keine Zeit für gehabt, aber er hat mir da eine Mail geschrieben, wollte mal da was erklären, aber ich habe da nicht durchgeblickt. Bin zu doof dafür. Die hier, die könnt ihr theoretisch runterladen auf der Modding-Welt-Seite. Die findet ihr auf alle Fälle dort. Die findet ihr noch nicht. Ich weiß nicht, ob die noch kommen oder ob die privat bleiben. Das kann ich euch noch nicht sagen. Da werde ich mit dem Rico aber noch mal unterhalten und werde dann demnächst, also werde ich dann nächste Woche, werde ich euch dann kleine Rückmeldung geben können, ob die jetzt privat bleiben oder nicht. Und ne, weil das sind schon geile Geräte. Und tatsächlich wird das unser nächster Drescher werden. Der hier, also wir brauchen ungefähr 450.000 plus Schneidwerk. Ne? Also wir brauchen bestimmt, sage ich jetzt einfach mal, eine halbe Million brauchen wir bestimmt. Ey, wie viele Aufsätze es da gibt, ne? Unvorstellbar. Da haben wir endlich mal ein vernünftiges Drescher-Pack. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Endlich mal was richtig Geiles. Und ja, da, wie gesagt, davon werden wir uns irgendwas kaufen. Also den großen werden wir uns auf alle Fälle kaufen davon. Oh, du bist schon da? Ist ja schnell gegangen. Ne, weil dann haben wir einmal was Vernünftiges. Also wir haben jetzt auch was Vernünftiges, aber was Vernünftiges Größeres. So muss ich es formulieren. Ne, weil sonst fühlt sich gleich wieder jemand hier verhohnepiepelt, wenn ich da wieder was Falsches sage. Und ja, ne, das ist so die nächste Investition, die ich gerne machen würde. Die nächste geplante Investition. Da steht unser Bergmann-Anhänger, siehste, habe ich vergessen. Die nächste geplante Investition ist das. So muss man es richtig formulieren. In der Map-Preview habe ich euch ja gezeigt, dass der Seedmaster mittlerweile hier seinen Platz gefunden hat. Den zeige ich jetzt einfach mal. So, der ist nämlich hier drin. Genau, hier haben wir den Seedmaster. Hier haben wir, glaube ich, Leer oder Förderband. Eins von beiden. Geht das nicht auf hier? Ah, das gehört zusammen. Wow, okay. Ah, hier steht das Förderband drin. Okay. Okay. Ah, das ging hier. Sehr gut. Okay, hier haben wir den Seedmaster. Es wurde auch darum gebeten, dass ich die FPS einblende, weil ein paar der Meinung, oder es ist wirklich so, dass teilweise ein bisschen die FPS runterdroppen. Ich kann aber noch mal ganz kurz was testen. Moment, gebt mir einen kleinen Moment. Einen kleinen Moment bitte. Ich muss gerade zwei, drei Sachen ausmachen, weil ich bin halt so ein Typ, der einfach so viele Sachen im Hintergrund laufen hat und es könnte auch daran liegen und ich möchte einfach nicht, dass ihr jetzt sagt, das läuft aber nicht gut. Na, das hat nicht wirklich was gebracht. Okay. Seedmaster, Getreide, Flüssigdünger. Flüssigdünger haben wir noch nicht, aber, ich schreibe mir das jetzt auf. Flüssigdünger werden wir fast selber produzieren. Fast. Ich schreibe mal ganz kurz auf. Flüssigdünger. Wir hatten eine Flüssigdüngerproduktion, hatten wir auf der Kreis Unna. Wisst ihr das vielleicht noch? Und das würde ich gerne auch hier haben. Weil wir brauchen echt sehr viel Flüssigdünger, glaube ich. Und wir können auch sehr viel Flüssigdünger hier lagern. Deswegen
bin ich ein großer Freund von Flüssigdünger mittlerweile geworden. Ja. Hier haben wir die Produktion für Biodiesel, ne? Den müssen wir gleich anwerfen. Hier ist hier was drin. Nee, hier ist tatsächlich leer. Aber das Fass steht hier. Das ist schon mal ganz gut. So. Okay, Johnny, Johnny, Johnny. Dip. So, jetzt gucken wir mal. Sonnenblumen, sind Sonnenblumen Ölfrüchte? Ja, es gibt ja auch Sonnenblumenöl, ne? Leitet man das daran ab? Oder, ja, weiß ich nicht. Ich stelle mich wieder doof an wahrscheinlich. Aber ich weiß halt leider nicht alles. Aber ich glaube, das geht hier rein. Ja, es geht hier rein, siehst du? Dann haben wir das schon mal gemacht. Die Frage ist, wie viel geht da rein und ob wir noch was auf Lager legen müssen. Ich werde auf alle Fälle hier keine Häufchen mehr machen. Boah, ist auf alle Fälle gut. Das ist alles reingegangen. Wie viel ist das? Kann man mir das sagen? 75%. Das ist halt geil, dass du jetzt weißt, ah, okay, das sind zu viele. Weißt du? Das ist echt nicht schlecht. Das gefällt mir. So. Okay. Dann. Oh, ich bin hinten drauf gefahren. Tut mir leid. Nee, wir fahren den jetzt tatsächlich an die linke Seite und werden den erstmal da stehen lassen, weil wir holen jetzt den Drescher und der Drescher wird dann hier den Mais runterbeißen. Körnermais tatsächlich für unsere Schweine. Ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, die Tiere müssen schon hier einiges an Futter erhalten. Und da muss ich jetzt halt irgendwo anfangen. Und das ist nun mal jetzt hier mit dem Drescher. Da können wir ein bisschen zusammenklappen. Rundumleuchte an. Da können wir auch ganz fix selber runterfahren. Und dann, ja, dann muss ich nochmal genau was gucken. Wir haben ja, wie gesagt, die Apfelplantage ist erstmal, das ist okay. Ich glaube, dass die Güllegruben voll sind. Das glaube ich wirklich. Wir könnten das aber so machen. Können wir auch nicht machen. Verdammt, ich habe gerade wieder was im Kopf gehabt, aber wir müssten vielleicht mal eine kleine Runde bei den Tieren fahren, damit sie zumindest schon mal Wasser haben. Wasser ist immer ganz, ganz wichtig. Da müsste man gucken, dass wir das vielleicht heute irgendwie noch schaffen. Weiß ich aber noch nicht ganz genau. Ich plane tatsächlich, dass noch eine Folge heute kommt, aber ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, wie ich Zeit habe. Ich plane aber, dass noch eine kommen sollte. Aber wie gesagt, bitte nicht jetzt hier rumschreiben, wo ist die Folge? Ich plane, dass heute noch eine kommt. Aber weil heute, weil ja eigentlich, Samstag ist ja eigentlich der Tag für Winsbach. Ne? Für Winsbach. Aber gestern hatte ich nicht die Möglichkeit aufzunehmen. Und ich glaube, der Leo hat live gestreamt, deswegen haben wir es einfach nicht geschafft. Und ich habe ja gesagt, wenn es so sein sollte, dann... Alter, ist das cool, wer das hinten auswirft? War das immer schon so, oder? Weil es sieht auf alle Fälle ganz cool aus. Ja, also wie gesagt, wir hatten einfach die Zeit nicht. Und deswegen ist es jetzt halt so, wie es ist, ne? So, berechnet das Feld. Perfekt. So, hier können wir noch keine Milch reinbauen. Ah, nicht reinbauen ist das falsche Wort, Werner. Keine Butterfässe abholen, so muss ich sagen. Weil noch nichts da. Weil die Tiere müssen erst versorgt werden. Und, nachdem ich jetzt wirklich alle Kommentare gelesen habe der letzten Hof-Bergmann-Folge, bleibt der Unimog. Ja, ihr habt es euch wirklich sehr intensiv gewünscht, dass der Unimog bleibt und der gehört ein bisschen zum Hofbergmann dazu und ja, der bleibt. Keine Panik, ich lasse den hier, weil ich hätte nicht gedacht, dass wirklich so viel auf den Unimog steht, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir werden jetzt unser System ändern, wir werden jetzt diese Paletten Füllstation, nenne ich es jetzt einfach mal, wird am Hof platziert werden. Hier. Zack. Nein. Sammelstelle Hof, das muss hier sein. Ja, weil eben, wie gesagt, Kompost wird am Hof produziert. Die Idee wäre eigentlich gewesen, hier den Kompost direkt wegzufahren. Aber wir haben hier keinen Kompost. Glaube ich momentan. Glaube ich. Wir haben hier Kalk. Ich glaube, das da hinten sind Grassamen. Aber da muss ich nochmal Rücksprache halten. Das ist Mutterboden und das sieht für mich wie Mist aus. Ja, sieht für mich wie Mist aus, deswegen, ja, du bist ja weit gekommen, möchte ich sagen, ne? Du bist ja wirklich, also, was ist das Problem? Kommst du nicht über die Kuppe hier? Ernsthaft nicht? Ach, der Pickup ist so tief, dass wir aufsitzen. Ah, das ist natürlich doof. Wir müssen ein bisschen schräger das Ganze hochfahren. Aber natürlich kein Problem für uns. Wir sind ja voll Profis. So.
Die Wassergeschichte müssen wir auf alle Fälle angehen. Hab ich, oh, der hier wird gearbeitet. Sehr schön. Der fährt den zurück. Das passt. Hier haben wir gemacht. Da wollte ich ja nicht hin. Ich wollte es ganz kurz, weil wenn wir schon da sind, dann fahren wir nicht leer zurück. Ne? Ihr kennt mich. Da werden wir ganz kurz den Aufbau ändern. Und mit diesem Aufbau ist es natürlich auch möglich, Sachen aufzuladen. Ne? Also, ich glaube, ja, danke. Schüttgut ist tatsächlich möglich, dass wir das mit auf... Alter, hat der so einen breiten Dingens hier, ne? Heide Witzka. Ja, auf alle Fälle wird das jetzt hier aufgesammelt, was drin ist. Und dann wird das... Sieht nicht gesund aus, was hier gemacht wird. Sieht ein bisschen wie so ein großer Kakaostrahl aus. Ich sage jetzt absichtlich Kakao, weil ihr denkt wahrscheinlich wieder was Schmutziges. Aber er ist nicht ganz voll. Das ist schade. Können wir ihn vielleicht noch ein bisschen voller machen? Guck mal, wenn wir noch ganz nah vorbeifahren, ne? Vielleicht nimmt der uns was auf. Also der MAN ist immer noch tatsächlich momentan mein Favorite LKW. Muss ich einfach so sagen. Wie war das nochmal mit Anschalten? Ah ja, jetzt nimmt das... Ich muss gar nicht drauf... Ich habe gedacht, ich muss genau drauf sein. Das war ein Fehldenken meinerseits. Oh, der fühlt sich ganz gut, ne? Ist ja eigentlich schon eine geile Idee, ne? Diesen ULW umzubauen. Mit einem Pickup unten dran. Finde ich schon. Also wirklich, muss man erstmal drauf kommen. Aber ja. Ich finde die Idee, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Die Frage ist nur, wie weit kann ich jetzt wirklich dahin fahren, ohne dass irgendwas passiert? Also der Unimog kommt natürlich gleich wieder zurück. Und der Unimog ist, glaube ich, geeigneter dafür. Er befüllt aber nicht weiter, wenn nichts dran hängt. Okay, vielleicht haben wir aber tatsächlich schon den LKW voll, den ersten. Dann können wir zumindest schon mal zum Hof zurückfahren. Das ist schon mal eine ganz geile Sache. So, da wird er weitergefüllt. Der Unimog ist schon mal am Hof. Wie gesagt, der wird gleich zurückfahren. So, den packen wir wieder hin. Ne, den müsste ich eigentlich... Ich packe den gleich oben hin. Weißt du, ich packe den wirklich gleich oben hin. Dann werde ich mir dann ein Förderband aufstellen und werde das Förderband dann direkt in dieses Palettendingens reinfließen lassen. Es wurde sich auch gewünscht, dass wir Gänse machen. Gänse werden wir auf alle Fälle machen. Das ist hiermit versprochen. Na, die Esels. Die Esels muss ich noch Namen geben. Ah! Das habe ich jetzt... Das habe ich verschwitzt. So, den lassen wir am besten hier irgendwie so stehen. So, jetzt... Oh, jetzt habe ich irgendwas falsch gedrückt. So, lassen wir erstmal so hier stehen. Ich glaube, mit dem Förderband könnte sich ausgehen. Könnte. Okay, dann fahren wir nochmal runter. Oder lassen runterfahren und werden dann diesen ULW mitnehmen. So, Hof. Ah, Hof. Sammelstelle haben wir immer noch ganz groß, ne? Egal. Wir nehmen Hofhändler. Der ist ja gleich nebenan. Da ist er. So. Okay. Dann, wie gesagt, die Wassergeschichte, die werden wir wahrscheinlich in der zweiten Folge heute angehen. Oder in der weiteren Folge, so muss ich sagen. Der steht jetzt hier, perfekt. Ja. Du bist auch voll mittlerweile. Ja, du bist voll. 23.000 Liter ist jetzt nicht die Welt. Ja, ist... Ja, bin ich bei euch. Aber ist genug, glaube ich. Ist auf alle Fälle genug. So. Da würde ich hier mal rund um euch dann machen, ne? Und dann werden wir da mal nach Hause fahren. Bin dann gespannt, wie das jetzt funktioniert. Aber müsste eigentlich funktionieren, ne? Ich möchte jetzt nicht den Tieflader zu weit drehen. Oh, müsste passen. Müsste passen. So, dann fahren wir damit ein bisschen Schmackes hoch, weil wir haben halt doch beladen, ne? Wir haben beladen, wir ziehen. Müssen wir schon mal ein bisschen Kraft aufwenden hier hoch. Aber es funktioniert. Bin immer noch fasziniert, dass die Gabel und die Schaufel dran bleiben. Also die Schaufel, ja, weil sie am Gerät hängt, aber dass die Gabel dran bleibt, das ist das, was mich echt fasziniert. Aber es kann auch mal gut laufen, weißt du? Muss nicht immer blöd laufen, es kann auch einfach mal alles funktionieren. Wie eigentlich sonst nie. So, okay. Ja, der Unimog müsste uns eigentlich gleich entgegenkommen. Da vorne ist er schon, der Schlingel.
Nee, aber ist ein guter. Ich weiß nicht, ist ein Unimog ist so ein wie heißt das? So ein. Och, jung. So ein Allzweckfahrzeug, nenne ich es einfach mal, ne? Ist es ja wirklich. Und viele haben argumentiert wegen der Fronthydraulik. Tatsächlich die Fronthydraulik ganz, ganz, also fürs Gewicht ja, aber sonst habe ich die, verwende ich die gar nicht, die Fronthydraulik. Weil du könntest natürlich auch Wiesen mähen und so ein Zeug mit dem Unimog, ne? Wäre alles machbar, aber habe ich tatsächlich noch nicht gemacht oder werde ich auch demnächst nicht, steht nicht auf meinem Plan, so muss ich es, glaube ich, richtig formulieren. So, wir werden heute mal hier reinfahren, den kleinen Schleichweg nutzen, unseren eigenen Schleichweg. Also der sitzt halt bombenfest da hinten drauf, der New Holland, ne? Eigentlich bräuchte ich den auch oben. Oder soll man den einfach hochfahren? Weil mit dem Tieflader hochfahren ist halt auch nicht so eine geile Sache, oder? Weil hätte ich halt oben alles gesammelt und gebündelt, ne? Ha, schwierige Entscheidungen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz was gucken. Weil wenn jetzt diese umgebaute ULW zum Beispiel, ne? Die Möglichkeit hätte reinzuspringen und ein bisschen selber zu fahren, wäre das cool. Wenn nicht, dann wird das wahrscheinlich wieder, da wird er wahrscheinlich wieder wegkommen, die ÖLW. Weil ich dann tatsächlich auf das Förderband zurückgreifen werde. Und mit dem Förderband können wir nämlich einsteigen und, oh, jetzt ist aber schon hier. Mit dem Förderband können wir dann nämlich einsteigen und selber ein bisschen nur manövrieren. Oder ein bisschen vor- und zurückfahren, wie das halt öfters machen muss beim Förderband. Aber du brauchst nicht immer ein Fahrzeug vorhaben und das ist eigentlich mein Hauptproblem momentan, dass ich da jedes Mal ein Fahrzeug vorhaben muss. So, ich würde tatsächlich sagen, damit es niemanden oder damit es mich selber nicht stört, packe ich den einfach hier hin, weil hier habe ich ja genug Platz. Ne? So. Und dann können wir eigentlich hier das hier gleich reinkippen. Ne? Das seht ihr mal, wie das funktioniert. Aber es ist im Prinzip ganz ein einfaches System. Hinfahren, abkippen, wegfahren. Ne? Also ist nicht so speziell jetzt. Ja, abkippen und Spaß haben, ne? Oh, sieht halt schon geil aus, wenn er so hoch geht. Das sieht halt schon richtig, richtig cool aus. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich tatsächlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, in der weiteren Folge heute. Ich weiß nicht genau, wann die kommt, aber es kommt auf alle Fälle noch eine Folge. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.